Hallo, ich hoffe, dass es Ihnen gut geht, dass Sie die neue Saison schon genießen konnten auf dem Golfplatz. Ich habe das Glück, bei wunderschönem Wetter Arompido in der Nähe von Huelva in Spanien heute zu spielen. Nur das ist eine typische Situation, die sehentscheidend sein kann für die gesamte Runde, vor allem beim Zählspiel. Ich habe hier einen Schlag, wo der Ball 170 Meter fliegen muss, also carry, damit ich überhaupt diesen Ball wieder finden kann. So, das kann teuer werden. Und natürlich ist das eine schwierige Aufgabe, vor allem unter Druck. Was sind die entscheidenden Dinge, wenn man einen langen Carry-Schlag machen muss vom Tee? Nummer eins, Sie müssen einen Schläger nehmen, mit dem Sie wissen, dass der Ball diese Carry schafft. Locker. Okay? Es muss ein Schläger sein, den Sie mögen. Wenn Sie diesen schweren Schlag haben und zusätzlich einen Schläger spielen, den Sie nicht gerne spielen oder vor dem Sie Angst haben, das ist ein Doppelanschlag und das macht keinen Sinn. So, wenn der Schläger nicht der Driver ist, sondern ein Holz 5 oder ein langes Eisen, mit dem Sie wissen, dass Sie diese Carry, bei mir sind es 170 Meter, bei Ihnen könnte es 120, 110, 100 oder 90 sein. Das ist sehr relativ, was schwer ist. Aber 170 Meter, da muss ich schon aufpassen, dass ich meinen Ball mittig treffe. So, ich habe einen Schläger, den ich gerne spiele. Dann der zweite Punkt. Ich muss an meine Wirbelsäule Winkel denken, während der Schwung ist. Das ist für mich sehr entscheidend. Ich möchte wieder nach hinten kippen und das tun wir manchmal, damit der Ball hochkommt. Weil da trifft man meistens den Boden oder hookt den Ball. Und ich möchte auch nicht, dass meine Wirbelsäule zu sehr zum Ziel kippt, weil dann ist mein Abschwung sehr steil und ich verliere auch Länge dabei. Oder ich unterschlage den Ball, dann fliegt er nur nach oben und er schafft diese Carry ganz sicher nicht. Griffstärke und überhaupt den ganzen Körper locker zu lassen. Sie werden Druck spüren bei so einem Schlag. Sagen Sie sich zwei, drei, vier Mal, ich möchte meine Hände und Arme so locker wie möglich lassen. Ich möchte spüren, wie die Hände locker bleiben. Nur während ich diesen Schlag mache, meine Wirbelsäule so lasse und meine Hände und Arme locker bewegen, damit ich den Schläger richtig zischen hören kann im Treffmoment, möchte ich meinen Kopf auch still halten. So, wie gesagt, ich möchte den Ball mittig treffen und die besten Chancen habe ich, wenn ich meinen Kopf ruhig lasse. Natürlich drehe ich den Kopf mit. Nach dem Treffen gucke ich hinterher, aber ich möchte nicht hoch und runter und zur Seite gehen. Ich habe hier einen sehr dicken Kopf, mein Driver. So, ich werde ganz bestimmt diesen Ball treffen. Aber damit ich den mittig treffe, lasse ich meinen Kopf so still wie möglich. Okay, schauen wir mal. Der Wind ist ein bisschen von links. Ich werde einen kleinen Fade hier spielen, bestimmt. Richte mich nach links aus. Noch ein Probeschwung. Wirbelsäule, lockere Hände. Kopf bleibt in seiner Position. Und jetzt daran glauben. Und das wird klappen. Der fadet gleich. Und jetzt kommt er runter auf dem Fairway.